schon mal aufgefallen, dass in letzter Zeit ziemlich viele Buchreihen bzw. Trilogien auf den Markt gekommen sind und quasi der Markt völlig überschwemmt ist. Man kann Bücher nicht mehr einfach nur noch einzeln verkaufen. Nein, man muss eine Trilogie draus machen. Ich möchte euch heute Buchreihen vorstellen, die entweder ja sehr berühmt sind oder auf der anderen Seite mich persönlich nachhaltig beeindruckt haben, obwohl sie vielleicht nicht so viele kennen. Platz Nummer 10 geht an die Schlüssel zum Königreich-Reihe von Garth Nix. Ich denke, das ist eher eine so unbekanntere Reihe. Ja, es geht um Arthur Penhaligon, der eigentlich ein ziemlich kränklicher Junge ist und eines Tages halt zusammenklappt. Doch anstatt zu sterben, wie er es eigentlich erwartet, ja, findet er den Zugang zu einem Königreich, das beherrscht wird von dem jeweiligen Wochentag. Also entweder Montag, Dienstag. Und diese Wochentage bergen in sich alle einen Schlüssel. Und Arthurs Aufgabe ist es nun, von jedem einzelnen Wochentag, die auch jeweils verschiedene Charaktere haben, diesen Schlüssel zu ergattern, um das Königreich quasi zu befreien. Platz Nummer 10 geht an eine weitere Reihe, die ich immer sehr, sehr verehrt habe, Artemis Fowl-Reihe. Artemis Fowl, ein Meisterdieb, ein Meistergenie, angefangen glaube ich bei 10, 11 Jahren beginnt diese Reihe. Artemis entwickelt sich natürlich, ist erst der Meisterdieb, der eigentlich nur auf seinen eigenen Vorteil hinauf ist und der sich aber dann mit der Unterwelt verbrüdert, verbündet. Einer der stärksten Verbündeten eben der Unterwelt wird im Kampf gegen böse Unterweltler. Genau, und Artemis Fowl ist eben eine Reihe, die sehr, sehr fasziniert hat, mich zumindest. Platz Nummer 8 geht an eine Adaption von Der Zauberer von Oz, und zwar die sogenannte Wunderland-Reihe von Alexander Volkov, ein russischer Schriftsteller, der quasi diese Zauberer von Oz-Thematik aufgenommen hat, sie quasi zumindest im ersten Band ziemlich stark übernommen hat, quasi eine russische Adaption daraus gemacht hat. Die Figuren heißen auch teilweise anders, die Geschichte ist aber dieselbe. Was Volkov geschaffen hat, sind Fortsetzungsbände zu diesem ersten Band, wo halt die Geschichte noch weiter gesponnen wird. Der erste Band heißt auch nicht Der Zauberer von Oz, sondern Der Zauberer der Smaragdenstadt, und das Mädchen heißt zum Beispiel Ellie, und eben in diesen Fortsetzungsbänden wird beschrieben, wie es mit Ellie weitergeht oder beziehungsweise dem Scheuch oder dem Holzfäller, und damit schafft Volkov eben eine Reihe, die weit, weit über die Grundgeschichte vom Zauberer von Oz hinausgeht. Platz Nummer 7 habe ich ausgewählt, ist eigentlich, kann man nicht als Trilogie sehen, sondern ist eher so eine Reihe, beziehungsweise etwas, das sich durch drei Bücher zieht, ein Thema, und zwar schaue ich mir nämlich momentan die Filme dazu an, und zwar handelt es sich um die Hannibal-Reihe mit Der Rote Drache, Das Schweigen der Lämmer und Hannibal und später auch noch Hannibal Rising. Und da schaue ich mir gerade an, und zwar geht es um, wer hätte das gedacht, um Hannibal Lecter. Der Plot im Schweigen der Lämmer ist nämlich, dass er eben gefangen ist und eben dem FBI dabei helfen soll, einen Serienkiller zu finden, der eben seinen Opfern die Haut abzieht. Und Hannibal soll nun dabei helfen, den Mörder zu identifizieren, beziehungsweise treibt Hannibal sein eigenes Spielchen. Platz Nummer 6 geht an die Per Anhalter durch die Galaxis-Trilogie, eine Trilogie, die keine Trilogie ist, denn insgesamt besteht diese Reihe aus 5 Bänden, die alle die Reisen des Arthur Dent zum Inhalt haben. Ja, Arthur Dent lebt eigentlich glücklich und zufrieden auf der Erde, bis eben sein Haus abgerissen werden soll. Das lässt er sich natürlich nicht gefallen, aber im letzten Moment kommt jemand und entführt ihn in die Galaxie. Douglas Adams beschreibt hier sehr, sehr lustig, mit sehr viel Witz und Charme, eine ganz besondere Reise eines Menschenwesens. Platz Nummer 5 geht an eine Reihe, eine Saga, die, die ich weder gelesen habe, noch gesehen habe, aber die sehr, sehr, sehr berühmt ist und momentan ein großer Hype darum gemacht wird. Ich gucke es mir allerdings nicht an, weil es einfach nicht mein Genre ist. Und zwar geht es hier um Game of Thrones, beziehungsweise auf Deutsch das Lied von Eis und Feuer. Eine Geschichte, die in einer etwas anderen Welt spielt, wo eben die Jahreszeiten auch mal über Jahre gehen können, und natürlich Adelsfamilien, die
die ein bisschen im Clinch miteinander liegen und es brodelt und brodelt und irgendwann wahrscheinlich zum Ausbruch kommen wird. Wie gesagt, ich habe es nicht gelesen, noch gesehen, aber im Moment hört man ja überall, oh, hast du schon Game of Thrones gesehen? Noch die neue Folge Game of Thrones. Aber ich interessiere mich, wie gesagt, für diese Art von Fernsehserie bzw. Buchgenre überhaupt nicht. Genauso wie Platz Nummer 4. Die geht nämlich an die Twilight-Saga. Yeah. Wie gesagt, weder gesehen noch gelesen, weil es eben nicht mein Genre ist. Ich möchte nichts mit Glitzervampiren lesen. Viele haben gesagt, dass das Buch wesentlich besser ist als die Verfilmung. Und diese Verfilmung eben mehr auf diesen Kitsch baut zwischen Edward und Bella und ach, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich immer dagegen gewehrt und deswegen machen wir an dieser Stelle weiter mit Platz Nummer 3. Und zwar geht Platz Nummer 3 an die Herr der Ringe-Reihe. Ja. Ich habe es geschafft, bis anderthalb Bücher zu lesen und dann war es irgendwie so, oh, es ist immer so, alles so lange hat mich beschrieben und ja, und nachher kommt ja auch wieder Story, aber bis man eben da gelangt ist, müsste man 20.000 Seiten überblättern, um mal irgendwie da ranzukommen. Die Filme allerdings natürlich habe ich gesehen und jetzt auch diese Verfilmung von Der Hobbit, die allerdings auch natürlich in eine Trilogie gequetscht werden musste, drei Filme und deswegen übelst langgezogen ist, aber das ist auch nur wieder meine Meinung. Es geht eben um diesen Ring, diesen einen Ring, der eben große Macht verleiht und der nun von der gegnerischen Seite quasi benutzt werden wollen wird und Frodo auf der anderen Seite ein kleiner Hobbit, der sich auf den Weg macht, um diesen Ring zu vernichten. Platz Nummer 2 hätte eigentlich in meine vorige Top 10 Liste reingemusst und zwar geht es hier um die Dunkle Turm-Reihe von Stephen King. Die Dunkle Turm-Reihe um den ganzen Roland. Es spielen viele Parallelwelten eine Rolle, beziehungsweise Tore in andere Welten und Freundschaften, die geknüpft werden und eine Mission, die erfüllt wird und alle führen zum Dunklen Turm. Wie gesagt, bis zum dritten Band habe ich es gelesen. Es gibt eine sehr, sehr schöne Graphic Novel dazu, die ich allerdings auch nur, weil sie eben zu teuer ist, auch nur bis zum ersten Band gekauft habe und auch gelesen habe. Platz Nummer 1, was fehlt in dieser Top 10 Liste natürlich und wird jetzt erwähnt. Eine Geschichte, die jung und alt fasziniert hat, die mich seit meinem, ach ich weiß nicht, seit meiner Kindheit begleitet, wo man immer drauf gefiebert hat, wann kommt der neue Band raus, wann kommt der neue Band raus und ja, wer, ich habe mit meiner Freundin immer so ein kleines Battle gemacht, ja, wer eben das schneller lesen kann und wir durften uns dann gegenseitig nichts verraten und zwar geht es um die Harry Potter. Band 1 bis 7 Harry Potter einfach nur. Es ist natürlich streitbar, welcher Band einem der Lieblingsband ist. Meiner persönlich ist immer noch der. Seht ihr, das ist nämlich schon das Problem. Eigentlich mein Lieblingsbuch ist, glaube ich, der zweite Band. Was ich gar nicht leiden kann, war der dritte. Der war so ein bisschen, auch wenn viele immer, oh, Sirius kommt darin vor. Aber mich hat das ein bisschen semi interessiert. Und zum Beispiel der fünfte Band, da hat man so lange drauf gewartet, so, oh, wann kommt der endlich raus, wann kommt der endlich raus? Und dann hat man ihn gelesen und wieder vergessen. Und genauso war es beim Film, wann kommt der endlich raus, wann kommt der endlich raus? Dann hat man ihn geguckt und wieder vergessen, ja. Und mittlerweile habe ich es aber so oft gesehen, dass ich weiß, ey, da kommt Dumbledore's Army drin vor. Yay, das ist der. Das ist das Buch mit Dumbledore's Army. So merke ich mir das immer. Ja, ich glaube, Harry Potter hat das verdient, den ersten Platz dafür zu kriegen, weil es ist einfach die Reihe. Ich finde, die Filme sind sehr, sehr gut umgesetzt. Ich finde, die Schauspieler passen perfekt auf die einzelnen Charaktere, auch wenn natürlich stellenweise übelst viel rausgelassen worden ist aus den Büchern. Aber ich denke, man muss das einfach tun, weil sonst hätte jeder Film 5 Stunden und wahrscheinlich könnte man auch 5 Stunden damit drehen. Harry Potter ist einfach so eine großartige Welt, die über so viele Bände funktioniert, wo Sachen ineinander greifen, wo Sachen aufgegriffen wurden, die im ersten Band oder im zweiten Band erwähnt worden sind und die plötzlich im letzten Band ja, eine Rolle spielen und die dann funktionieren und es ist einfach so komplex und so toll und ach, ich weiß nicht, Harry Potters Beste, einfach, keine Ahnung. Das war's mit meiner Top 10 Liste. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu zum Lesemonat, genau, zum Lesemonat Juli. Es ist ja sehr sonnig, sehr toll und ich habe mir übelst, wie ihr vielleicht seht, den Sonnenbrand geholt. Da übelst Sonnenbrand geholt und ja, nächstes Mal kriege ich ihn wieder ein. Ich verspreche es. Wir sehen uns denn bis dahin. Bye, bye.